Erstens schafft es mir einen lokalen Bezug. Und zweitens ist es politisch, das passt mir. Eine Fachzeitschrift, wo ich gerne drin schnauke, wo ich insbesondere gerne die Reiseberichte lese, aber auch mich über neue Produkte informiere. Also ich lese es gerne durch und gebe es meinen Bekannten weiter, weil alles drin ist, was über das Velo wichtig ist. Das Velo-Journal braucht es. VJ ist cool. Mainz und ich haben eine Redaktionssitzung von der Velo-Zeitung kennengelernt. Wir haben gemeinsam die Idee entwickelt, eine Fachzeitschrift entwickelt und darum 1993 das Velo-Journal gegründet. Das inhaltliche Spektrum des Velo-Journal umfasst Veloförderung im Allgemeinen, Velopolitik, Reisebericht, Tests und Tipps. Und selbstverständlich fühlt sich das Velo-Journal an einem anwaltschaftlichen Journalismus verpflichtet. Das Schönste am Velo-Journal ist der Ansatz. Er ist anders, als wenn man das Velo nur technisch sieht. Es ist ein gesamter Zusammenhang und es ist auch eine intellektuelle Herausforderung. Als Präsidentin des Dachverband Pro Velo ist das Velo-Journal für mich eine wichtige fachliche Plattform, um oft die Fragen zu diskutieren, mich über Trends zu informieren und vor allem auch, um einen Blick ins Ausland zu werfen und damit immer velomässig à jour zu bleiben. In der Schweiz brauchen wir das Velo nicht nur für den Sport, sondern auch im Alltag. Das Velo-Journal ist ein wunderbares Heft, das das Link schafft zwischen Alltagsfahrer und der Branche. Am meisten interessiere ich mich die Sachen, die von Bern sind. Weil ich fahre eigentlich gerne mit dem Velo und dann schaue ich, ob es irgendwie die Stelle hat, wo wir tangieren, etwas kennen. Seit 1995 gibt es neben den Mantel-Ausgaben auch regionale Ausgaben. Bern, Basel, Zürich und Luzern. Für mich fängt die gute Verkehrspolitik beim Langsamverkehr und damit beim Veloverkehr an. Gute Velopolitik heisst aber auch sparsame Verkehrspolitik und heisst insbesondere auch CO2-freie Verkehrspolitik. Zwei ganz wesentliche Gründe, warum man das Velo viel mehr in der Politik fördern muss. So viel vom Velo-Journal sehe ich eine Auflage von 100'000. Bei einem Veloanteil im Schweizerischen von 25%. Und das Velo ist ein selbstverständliches Verkehrsmittel bis dann. Ja, das wäre schön.